Das ging ja schnell. Oh, die schon wieder. Resupplies to last a fortnight. Cannonballs to rain iron on Caldisla for a week straight. Seems we've been saved the effort. Have a look below. Oh, the Vestals come to us. Planning a frontal assault, is she? I like it. So help me, Holly. I'm going in myself this time. Don't try to stop me. I don't suppose I've much choice. I'll join you. Okay. Let's be done with her and back to the villa already. I'm liable to go on a killing spree if I don't get a proper shower soon. Oh man. Watch the ship, boys. Aye, sir. To battle! White! Give us a fitting arena! Das sieht nach einem Bosskampf aus. Würde ich sagen. Monk Barris Lair enters the ring. Just blue light. What's happening? A part of the Asterisk's power, boy. You know where to run. Not till I'm finished with you. I'd say we're already finished here. I'm not breaking a sweat if it's not absolutely necessary. What? I live for fighting, woman! Let me have this! My heart's fuse is lit! You can't unlight my heart fuse! Okay. Ugh, must you always shout? Daft or loud, man? Pick one! I take it you've come to surrender, girl. You've caused more than enough hassle already. I understand that. I've no intention of resisting. Mmm, lovely. She speaks sense. It's done. What? No soul-searing combat? No white-knuckled fisticuffs? No smashing? Pipe down! Or will it take my boot on your throat? Now, come along, Vestal. I'll see you're well taken care of. I thank you for seeing me here, Tiz. I expect we will not meet again. Agnes, wait! You can't go just yet! You, Sky Knight, will you promise me she won't be mistreated? I've said it once. I plan to take care of her myself. I'll see the beatings aren't fatal. Beatings! Finally! Count me in! What? She's dragged us all across this backwater for weeks. Surely I'm entitled to vent my frustration. But fear not. I'll see she's brought back from the brink each time. Though I fear my magic won't keep the girl's mind intact. Ah, ja. Ach, der hat jetzt doch keinen Bock mehr drauf. Listening to this, Agnes? I told you before. Tiz, I'm not... You're my hope. I'll not hand you over to these monsters. Okay. Ah, you. So passionate, so sincere, so thoroughly stupid. Ugh, it's enough to make me wretch. This maudlin display's gone long enough! Barris, show these starry-eyed brats what they're up against! Yes! Finally! Finally the duel begins! On with the punching! Alles klar, Bosskampf! Ja, wir machen das mal. Wir machen erstmal Default. Die machen ganz schön Schaden. Die muss sich heilen irgendwie. Können wir noch gar keine Magie einsetzen? Kann das sein? Frage mich, ob wir den Kampf überhaupt schaffen können. Wenn ich ehrlich bin gerade.
machen heftig viel Schaden. Gucken wir mal, was der kann. Angriff plus. Rotes. 405 HP oder sowas hat er. Ganz schön krass. Okay, greifen wir mal eine Runde an. Alter Schwede. Das wird heftig. Erstmal heilen wir die Agnes. Dann heilen wir uns am besten auch selber nochmal. Oh, kritisch, sehr geil. Der hat gekontert oder sowas, ey. Was zur Hölle? Nicht so geil. Aber immerhin sind wir wieder voll. Wir machen mal eine Runde Default. Ich denke, das können wir uns noch eine Runde leisten. Okay, jetzt machen wir mal volles Brot. Bei der gehen wir mal nur auf 0. Okay. Befehl, scheiße, ey. Ich denke, wir könnten ihn... Wie war denn das? Wir konnten uns da irgendwie wieder die Sachen angucken, von den Schwächen, die wir hatten, oder nicht? Zurück, das will ich nicht. Bisschen blöd, aber was soll's, dann greifen wir halt erstmal so an. Die andere lassen wir ganz normal, damit wir mit der zur Not heilen können. 58, alter Schwede. Uncool. So, mit der heilen wir jetzt erstmal eine Runde. Gut, dass wir genug Heiltränke gekauft haben. Und bekommen haben. Angriff. Der braucht auch bald wieder Heilung. Wir blocken mal mit der. Schade, er wird angegriffen. Sie hat geblockt, das war sehr gut. Er greift jetzt wieder an und sie heilt ihn. So. Befehl, sehr geil. Angriffsplus, gar nicht gut, aber wir heilen ihn ja. Zum richtigen Zeitpunkt, würde ich sagen. Und dann machen wir mit ihm wieder einen vollen Angriff und hoffen, dass er jetzt so langsam mal stirbt. Ne, angreifen, danke. Verfehlt es nicht so gut. Sehr gut. Go, go. Kritisch, schade. Er lebt immer noch. Angriff. Schade, dass wir noch nicht zaubern können. Ach du Fuck. Er ist tot, glaube ich. Sie heilt sich. Jetzt müssen wir uns erstmal heilen. Wieder mal. So. Fuck. Ach du Scheiße. Brauchen zwei Brave. Erstmal heilen wir uns selber. Und dann retzen wir sie. Ach du Scheiße, ey. Da hat sie ordentlich auf die Fresse bekommen. Diagnose könnten wir eigentlich schon machen. Auch auf sie. Oh, das war irgendwas anderes. Wir haben Behandeln bekommen. Geringe TP-Erholung für einen Verbündeten. Okay. Cool. So, mit der wollte ich ja die Diagnose machen. Okay. Interessant. Na, mit ihr auch mal ein paar Angriffe. So viel will ich dann doch nicht. Machen wir mal zwei erstmal. Rotes. Die tut sich halt die ganze Zeit Rüstung geben. Das ist ein bisschen ätzend. Muss ich sagen. So, du hast mal volles Brot da drauf jetzt. Die auch. So, zack. Okay, okay.
Das sieht auch ganz gut aus. Mit der wir dann normal angreifen. Das machen wir jetzt die ganze Zeit erstmal. So viel dürft ihr ja eigentlich nicht aushalten. Ich habe nicht wirklich darauf geachtet, wie viel AP sie jetzt hatte. So, volles Brot. Immer drauf da. Sehr gut. Kritisch, jawohl. Sehr schön. Immer weiter. Okay, sie heilt sich jetzt erstmal. So. Rotes, sehr schön, das ist kein Damage. Heftiger Kampf aber auf jeden Fall. So, sie kann jetzt mal voll angreifen, denke ich. Sehr schön verfehlt. 9er Crit, ey. Die bräuchte mal eine neue Waffe irgendwie. So, volles Brot drauf da. Ich hoffe, dass sie gleich stirbt. Aero, ach du Scheiße. Vita, jetzt heilt sie sich auch noch. Brotes. Angriff. Okay, 44 ist nicht so viel. Aber du kannst ja volles Brot angreifen, hau mal rein. Brotes, sehr gut. Eieiei. Den müssen wir auch bald wieder heilen. Ja, okay, erstmal müssen wir sie heilen. Bald gehen uns auch die Tränke aus. Nicht so schön. Wir machen das anders. Machen da volles Spray für da. Du machst auch einen Angriff. Gucken wir mal. Crit, jawohl. Die lebt immer noch, ey. Okay, ich brauche jetzt Heilung. Objekt, Drang, Piss. Zack. Vita, sie heilt sich auch wieder. Die heilt sich vor allem heftigst viel. Das gefällt mir nicht. Also überhaupt nicht. Eieieiei. Voller Angriff wieder. Die machen wir mal weiterhin auf Default. Jawohl, 30er Grit immerhin. Objekte, Drang, Piss. Los. Das wird heftig, ey, weil die sich heilen kann. Ein bisschen ungut. Voller Angriff mal mit ihr, weil jetzt hat sie oft genug gesammelt. An Angriffen. Auch wenn sie keinen Schaden macht, irgendwie. Voller Angriff mit ihm wieder. Können wir mit ihr wieder mal eine Diagnose machen. Mal gucken, wie es generell aussieht. Und der HP hat sie noch, okay. Das ist doch machbar. Okay, jetzt hat sie wieder 200. Super toll. Ach, herrje. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Das ist unsere letzte Heilung. Sehr gut. Noch so ein Crit und es könnte langsam was werden. Angriff. Da heilt sie schon wieder. Verdammte Scheiße, ey. Das gibt's ja nicht. Holy shit, ey. Gucken wir mal, was sie jetzt noch hat an HP nach dem Angriff. Wird er irgendwie mal lower bekommen oder nicht? 93. Super geil. Oh man. Ja, da heilt sie sich wieder. Gibt's doch nicht. Ich habe eine andere Idee, wie wir das jetzt gleich mal versuchen. Wir machen jetzt mit denen einfach mal Default, bis wir Default voll haben. Und dann machen wir zwei Runden hintereinander richtig dick Stress. Versuchen wir das mal. So, letzte Runde Default.
Weil das geht gar nicht höher. Okay. Gucken wir, ob wir noch Objekte haben, die heilen. Okay, irgendwie nicht. Dann voller Angriff, würde ich sagen. Okay. Zack, Brave, komplett durch. Sie jetzt auch. Das andere bleibt uns jetzt eh nicht mehr wirklich. Wie viel AP hat sie noch, ist die Frage, ey. Weiß es nicht, ey. Könnten eigentlich diesen SP auch mal benutzen, oder? Wobei, es bringt uns auch nicht wirklich was. Weiß nicht, das ist ganz schön heftig irgendwie. Da heilt sie sich wieder, die Olle. Jetzt werden sie wahrscheinlich kaputt gemacht, super toll. Oh Mann. Hetzen wir sie mal wieder. Hat jetzt auch schon wieder gehauen. Oh Mann. Angriff. Gucken wir mal, wie viel AP sie hat nach dem Angriff. Wir haben ja eh nicht wirklich was, denn auf die 6 Damage kommt es nicht so richtig an. 74 aktuell. Es könnte vielleicht reichen, wenn wir jetzt vollen Brave-Angriff machen. Go, go. Okay, sie hat sich schon mal nicht geheilt. Crit, jawohl. Weiter, weiter, weiter. Komm, komm, komm. Komm, jawohl. Oh mein Gott, was ein Kampf. Ich glaub's ja nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Neuer Level. Neuer Level. Neuer Level. Oh Mann, Supertrank und Ether. Ich glaube, wir hätten hier noch gar nicht so richtig hingesollt. Erstmal noch ein bisschen leveln oder so. Was ist hier los? Holy shit, war das knapp. Mönch, Asterisk, Asterix oder so. Ein gnadenloser Angriff. Hohe TP und starker AG. Kräftige Angriffe mit bloßen Händen. Spezialität Faustwissen. Jobgeschick, Faustkampf. Okay, also das ist ein Jobkram. Typ Mönch, okay. Cool. Was haben wir da noch? Du hast den Weißmagier Asterix erhalten. Wahrscheinlich das Vita-Zeugs. Unterstützt Verbündete mit Heilungs- und Hilfsmagie, beherrscht Weißmagie, bevorzugt Stäbe. Okay. Interessant. Agnes, are you hurt? I'm glad I was able to stop you. Tiz, I was naive. I swore I would involve no others in my journey. The task I face is mine as Vestal, and mine alone. Yet I was afraid. When faced with capture, I wavered. I had thought I'd steeled myself to face any peril, to withstand any pain. So normal, Mensch. But had I faced those two alone, I'd have faltered. My journey would have ended in a cell, or worse. I am grateful to you, Tiz, and grateful for you. Will you join me? I would like you to join me. I did that a while back, silly. It's no surprise. I have it on very good authority. I'm the eager to meddle type. I thank you. That just leaves the problem of how we're crossing the sea. We need to get you to Anshine, don't we? I've another plan. This one's better still. If riding their ship as a captive's out, why not as a captain? You want us to steal an airship? Though, if we did manage it... We've no way of knowing where it went. Let's head back to the city for now. We can ask around there. Alles klar.
Dann würde ich aber sagen, er lernt von Jobs, die Offiziere der Eternity-Armee tragen magische Gegenstände bei sich, die sogenannten Asteriske. Besiege sie und nimm ihren Asterisk, um den jeweiligen Job zu erlernen. Wähle im Menü Job aus, wenn du den Job wechselst, veränderst du deine Grundattribute und auch deine Ausrüstungstalente. Pass also beim Ausrüsten gut auf. Und die im Kampf eingesetzten Fähigkeiten. Jeder Job hat ein Jobgeschick mit Geschickfähigkeiten, die unter diesen Oberbegriff fallen. Das Jobgeschick des Mönchs Faustkampf umfasst zum Beispiel die Geschickfähigkeiten, starker Schlag und Aufbrusten. Passive Fähigkeiten, die bereits durch einfaches Ausrüsten aktiviert werden für den Mönch, gibt es zum Beispiel TP plus 10%, Faustwissen und so weiter. Jede dieser Fähigkeiten ist mit Kosten verbunden, rüste einfach so viele aus, wie du dir leisten kannst. Die Fähigkeiten eines aktuellen Jobs, das Jobgeschick eines anderen Jobs, Hilfsfähigkeiten bis zur Maxkosten stellen dir einfach deinen Kampfstil individuell zusammen. Klingt ja gut, muss man sagen. Aber wir machen jetzt hier an der Stelle Schluss. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.